Heute geht es um die. Wer sind die? Das wurde so oft in den Beiträgen unter den Videos geschrieben, dass ich heute dieses Video mache für dich. Und ich beginne mit dem Zitat: Der beste Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Menschen glauben zu lassen, es gebe ihn nicht. Damals von dem Schauspieler Kevin Spacey gesagt. Heute geht es um Hollywood, um die goldene Milch, um Sex, um MTV und um die Indigo-Kinder. Also bleib dran, wenn du gut informiert sein möchtest. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Buchautorin und Medium. Dieses Buch solltest du unbedingt kennen, das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, der Link ist unter dem Video, sowie auch noch viele andere Links, die du unbedingt kennen solltest. Und heute geht es eben um die, wer sind denn die Bösen? Was ist das Böse? Hat es eine Gestalt? Sind das Menschen? Wer könnte das sein? Ich werde also heute ziemlich ausführlich darüber berichten. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Video nicht gesperrt wird, denn es geht ja hier schon mal ziemlich ans Eingemachte und ja, so ist es eben. Manchmal muss man ein bisschen Mut haben und am besten ist, ihr teilt es sofort mit euren Freunden, dass es so viel wie möglich Menschen gleich am Anfang sehen, bevor vielleicht was anderes auf uns zukommt, bevor es vielleicht gesperrt wird. Es gibt einen Film, der heißt Der Prinz von Ägypten, Prince of Egypt. Und dort ist eine Interpretation der biblischen Geschichte, wo man begann, das goldene Kalb anzubeten anstatt zu Gott. Und das ist so der Übergang zu dem, was ich euch jetzt sagen wollte, zu der goldenen Milch. Denn es gibt auch noch andere Berichte, die sind teilweise unbestätigt, das ist auch extra so gemacht, die sich in Hollywood abspielen. Dort gibt es so einen Spruch, der sagt, diejenigen, die von der goldenen Milch trinken, werden immer erfolgreich sein. Es geht jetzt nicht um den Club 27, über den habe ich auch schon berichtet, sondern es geht um eine ganz andere Art, erfolgreich zu sein. Es geht um die Menschen, die im Fernsehen sprechen. Wenn er jetzt sagt, auch ich gucke eh kein Fernsehen, okay, aber es gibt auch sehr viele Filme, in denen diese Menschen reden. Oder es gibt auch Musiker, die singen. Die haben alle von der goldenen Milch getrunken, wenn sie besonders erfolgreich sind. Das ist dieser Punkt. Und sie sind erfolgreich, wenn sie sich zu der anderen Seite, zu der unlichten Seite orientieren und dort einen Vertrag unterschreiben, um eben dann zu sagen, ich sage alles, was ihr wollt, ich mache alles, was ihr wollt, dafür bin ich erfolgreich. Es gibt ein Zeichen, das Zeichen des einen Auges und daran kann man sie erkennen und sie sind auch aufgefordert, dies in der Öffentlichkeit zu zeigen und das tun sie. Hier seht ihr es also, sie denken sich alles Mögliche aus, um ein Auge zu bedecken und das ist das Erkennungszeichen, dass sie also für diesen Vertrag unterschrieben haben mit der goldenen Milch sozusagen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beiträge dazu. Aber wenn du jetzt sagst, ach, das ist doch alles, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich kann das gar nicht glauben, oder wenn du jetzt auch sagst, ich gucke das alles nicht an und von daher bin ich geschützt und unterstütze das nicht. Das ist die falsche Einstellung, weil es erreicht dich dennoch. Radio hören beim Autofahren zum Beispiel, da wird auch ganz viel übertragen. Und das, was in der Welt geschieht, also was auch aktuell geschieht, das erreicht dich doch auch auf irgendeine Art. Jeder hat schon mal von dem Krieg gehört. Wir kommen auch gleich zu diesem Thema noch. Also diese Menschen, die sehr erfolgreich sind, werden von den Unlichten unterstützt, damit sie ihnen dienen. Das heißt, sie dienen dem Leid, sie dienen dem Schmerz, um es mal ganz deutlich zu sagen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Krieg, zu unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft oder diese Industrie, die hier entstanden ist, diese großen Konzerne, die haben ja sehr, sehr viel Macht. Und diese Macht wird also über diejenigen ausgeübt oder weitergegeben, die von dieser goldenen Milch getrunken haben. Das heißt also,
Menschen, die das sagen, was die anderen möchten. Diejenigen. Schaut euch doch mal die Waffenlieferer an. Das sind Riesenkonzerne, die unheimlich viel Geld mit dem Tod von Menschen verdienen. Die leben davon, dass andere getötet werden. Die verkaufen Waffen, die verkaufen nicht etwa Brot oder so etwas Schönes, um die Menschen, ja, um etwas Gutes zu tun, sondern nein, die verkaufen Waffen. Und die haben eine ganz große Macht. Und das sind die. Davon sind die, die. Also es gibt natürlich viele andere große Industrien auch, die nicht zum Wohle der Menschen wirken, sondern eher dafür gucken, dass die Menschen krank werden, zum Beispiel. Ihr könnt euch genau vorstellen, was ich meine, deswegen führe ich das nicht weiter aus. Das Wichtige bei der ganzen Geschichte ist, dass man das wissen muss, um überhaupt reagieren zu können. Und wenn wir das alles so sein lassen, dann geht das ja immer weiter und dann wird es immer schlimmer. Ihr seht es ja an der aktuellen Entwicklung. Das heißt also, die Aufgabe der Lichtarbeiter ist es, dieses Gleichgewicht, diesen Gegenpol zu stärken und auszudehnen. Und zwar so lange, bis es nur noch Liebe gibt. Ich habe auch neulich einen Kommentar unter dem Video gelesen, unter einem Video gelesen, da stand drin, dieses Licht und Liebe der Lichtarbeiter, das ist Quatsch und Spinnerei, man soll sich nicht nur darauf versteifen. Ja, aber doch, genau das ist es. Denn stellt euch vor, alle Menschen würden in Licht und Liebe miteinander leben. Und jetzt kommt dieser schöne Satz, stellt dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Das ist das, was wir erreichen sollten. Genau darum geht's. Und wenn du nicht in Licht und Liebe bist und in Frieden miteinander bist, dann passiert, ah, oh Mann, dann passiert es eben. Und das ist das ganz Schlimme. Das ist das Schlimme. Wir befinden uns in dieser Spirale. Und niemand merkt, dass man da auch hinausgehen kann, indem man tatsächlich das Gute manifestiert. Dass wir in der reinen Harmonie miteinander leben. Und das ist möglich, bloß sind wir eben noch nicht so weit. Und deswegen dieses Video ist ja hier auch da, um deine Augen zu öffnen. So, es gibt ja noch mehr Punkte, die wir jetzt also noch anschauen werden. Und nochmal zu dem Punkt, wenn du all das nicht weißt, kannst du dich nicht schützen. Und zwar könntest du dich schützen, indem du nur noch die guten Sachen anschaust. Und da musst du aber sehr gewieft sein. Denn diese Gegenseite, sie arbeitet ja auf allen Gebieten. Ja? Und das ist der Punkt. Und wenn wir diese negative Energie so weit minimieren können, dass sie unwichtig wird, dann sind wir in der fünften Dimension. Und der Ausgleich der negativen Energie, das ist nicht Gewalt gegen Gewalt, das ist nicht Krieg gegen Krieg, sondern das ist der Anstieg der Positivität. Ja, das ist unsere Aufgabe und das können wir alles sehr gut. Wir brauchen nur daran zu denken. Und wir werden heute, nachher in dieser Meditation, die wir machen werden, alle negativen Dinge mit positiver Liebe und mit Licht bestrahlen. Das werden wir tun. Und damit erreichen wir schon ein Wachstum des Lichtes. Und das kann jeder tun. Und ich habe auch andere Bemerkungen gelesen von euch. Ihr freut euch so sehr, dass ihr endlich mal was machen könnt und zu dem Guten führen könnt mit euren Aktionen, mit unseren Aktionen, die wir hier auf Smarana machen. Deswegen ist es super, dass du da bist und bleib dran bis zum Schluss, denn es wird noch sehr interessant werden. Also, wir haben gelernt, der Ausgleich von Krieg ist niemals Gewalt, sondern ist Liebe. Wenn niemand hingeht zum Krieg, weil niemand sich für Böses interessiert, dann haben wir es erreicht. Wir haben hier eine Industrie, die davon lebt, negative Dinge zu verkaufen. Und Menschen dafür tötet. Mit organisierten Konflikten sozusagen. Ja, es ist alles organisiert, es ist alles instruiert. Das haben wir die letzten Jahre so sehr deutlich gesehen wie noch nie zuvor. Auch könnte man sagen, wir leben in einer materiellen Überfülle. Diese materielle Überfülle, das ist diese
bewusste Hinlenkung der Gedanken auf das Materielle, kaufe dies, kaufe das, kaufe jenes. Und die Ausrichtung führt dazu, dass unsere Wertschätzung für Dinge, für schöne Dinge immer mehr nachlässt und dadurch auch der Weg zu dem Negativen vorgeschrieben wird. Das ist also das Ziel auch dieser negativen Seite. Es ist sogar so, dass dadurch eine gewisse Undankbarkeit entsteht. Stell dir vor, du hast, stell dir vor, die Kinder, die haben heutzutage Spielsachen ohne Ende. Die Kinderzimmer, die sind voller Spielsachen. Und so ein Kind, das weiß ja gar nicht, dass das viel zu viel ist, sondern das kommt von einem Reiz zum anderen Reiz. Es ist total reizüberflutet und dadurch hat es keine Wertschätzung. Das geht dadurch verloren. Das kann gar nichts dafür, das Kind. Das wird einem so vorgelebt, sozusagen, ne? Und das heißt also, es geschieht eine moralische Verdorbenheit hier durch die Gesellschaft, nicht durch uns, sondern es wird uns übergestülpt. Wir sollen so sein, denn damit können sie viel mit den Menschen machen. Dann sind die Menschen oberflächlich und leichter zu erreichen. Das ist das Ziel der Gegenseite. Und man könnte sogar sagen, und das ist jetzt sehr, was soll ich denn sagen, schlimm. Ihr kennt die sieben Sünden. Da geht es um Völlerei, Wollust, Neid, Habgier, Hochmut oder Trägheit. Und schaut mal, wo man das in unserer Gesellschaft findet. Schaut mal, ob man das auch bei verschiedenen festlichen Aktivitäten findet. Also es wird versucht, auch diese, sag ich mal, christlichen Feste in eine negative Richtung zu bringen, indem man die Menschen mit materiellen Reizen überlastet und dann formt und träge macht, so dass sie wie Schafe durch die Gegend rennen und man alles diktieren kann. Dann gibt es noch etwas, das ist die Sexualisierung. Und von dieser Richtung profitieren die natürlich auch. Es sind nicht die Menschen, die davon profitieren, sondern es sind ja nur die ausführenden Personen. So ist es aber auch in unseren Regierungen. Dort sind nur die ausführenden Personen, die sind jetzt nicht besonders helle, sonst würden sie diese Dinge nicht ausführen. Und die wurden aber speziell ausgewählt auf ihre Helligkeit. Ihr kennt bestimmt Beyoncé, Rihanna, Angelina Jolie zum Beispiel. Das sind, es gibt davon noch viel mehr von diesen Personen, die produzieren auf ihren Filmen oder auf ihren Clips, so wie sie angezogen sind, eine Versexualisierung ihrer Person und dadurch der Gesellschaft. Und seitdem es das Fernsehen oder das Farbfernsehen gibt, seit 1940 gibt es das Farbfernsehen in Amerika. 1976 kam das dann nach Deutschland, das Farbfernsehen. Seitdem ist es ja so, dass über das Fernsehen eigentlich alle oder fast alle Menschen erreicht werden und so diese große Massenhypnotisierung stattfinden kann in einem Maße, so wie es vorher noch nicht war. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Schlimmem, finde ich. Und zwar kam ja 1980 das digitale Fernsehen. Und 1981 kam MTV in Amerika hoch. Ihr kennt alle MTV. Und mit MTV hat man versucht, die Moral in eine gewisse Richtung zu prägen, die vorher noch niemals möglich war. Und zwar bei unseren Kindern. Also alle, die ab 1997 MTV geguckt haben. Dort gab es einen Hit, der heißt Come to Daddy. I need your soul, I want your soul, wurde dort gesungen. Es ist ein ganz schreckliches Video. Und das haben unsere Kinder jeden Tag nach der Schule geguckt. Und das, was hier da übertragen wurde an Angst, das sitzt jetzt noch in den Zellen. Das war eine Vorbereitung auf die Situation von jetzt. Das sitzt tief in den Zellen. Und damals
waren das die Indigo-Kinder. Dies hat man ganz bewusst den Indigo-Kindern vorgespielt, damit oder man wollte ihnen damit die Kraft nehmen, die diese Indigo-Kinder tragen. Das ist alles gezielt, was hier geschieht und alles geplant. Und ich wollte dich jetzt nicht schocken mit diesen Dingen, sondern es ist einfach die Wahrheit, was sich hier abspielt. Und wenn man es nicht weiß, kann man nichts dagegen tun. Wenn man jetzt sagt, ach na ja, ich gucke das alles nicht an, mich erreicht es nicht, ja, es tut mir leid, du sollst doch helfen. Wir wollen doch alle zusammen helfen, damit das Licht und Liebe endlich mal überall ist. Du bist gefragt, ein jeder ist gefragt, hier mitzuhelfen. Und wir hatten ja auch mal ausgemacht, um 20 Uhr immer 10 Minuten oder maximal 10 Minuten, so wie dir es eben passt, für den Frieden eine Kerze anzuzünden oder eben diese 10 Minuten mal still zu sein, zu meditieren und deine Liebe und dein Licht auf die Erde zu senden. Und ich möchte euch einfach daran erinnern, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Es ist wichtig, dass wir hier ganz viel tun für den Frieden, für die Liebe und das Licht, damit wir in die fünfte Dimension hineinkommen. Denn so wie es jetzt läuft, sind noch viel zu wenig Menschen dabei, die dies unterstützen. Und wir sind ganz viele Menschen. Wir haben alle so viele tolle Qualitäten. Ich muss nur dran denken an unser letztes Webinar, das Heilerseminar in Marburg, wie viele tolle Menschen da waren und wie viele tolle Heilkräfte in diesen Menschen waren oder jetzt immer noch sind natürlich. Und wenn du sagst, oh Gott, ich glaube, ich kann das nicht oder so, ja, dann bitte komm zu dem Webinar, erhöhe dein oder erreiche dein Potenzial. Das beginnt jetzt in Kürze und dann hast du wirklich eine innere Kraft, die du vorher noch nicht hattest. Und dann kannst du noch viel intensiver und besser wirken für das Große und Ganze. Es ist doch wirklich wichtig, dass wir zusammenhalten und dass wir uns bewusst sind von den Dingen, die um uns herum passieren. Befreit euch von der Angst und bleibt in der Liebe. Lasst das Negative einfach von euch abfließen. Das ist wichtig. Und wenn wir diese Punkte nicht kennen, die ich euch aufgezählt habe, haben wir auch keine Mittel, um dagegen zu wirken. Wir sind hilflos ausgeliefert. Auch wenn wir es nicht anschauen, sind wir dabei. Denn die Schwingungen sind ja in der Luft. Die sind überall, diese negativen Schwingungen. Und die setzen sich auch in deiner Aura fest, ob du es willst oder nicht. Und dann muss man sich natürlich energetisch reinigen. Das ist ganz wichtig. In dem Webinar von Erzengel Michael haben wir ganz viel gelernt. Ihr wisst es, ihr wart ganz viele dabei, wie man das tut. Und das ist so wichtig in der aktuellen Zeit, dass wir da immer auf uns schauen und in unserer Kraft bleiben. Smarana ist hier, um euch zu unterstützen, um euch zu sagen, was ist los. Was können wir tun und wie können wir es gemeinsam tun? Und deswegen schreibe ich auch immer wieder mal auf Telegram von diesen Dingen. Ich schreibe auch, was wichtig ist. Wir teilen uns dort mit. Wir haben eine sehr schöne Gemeinschaft. Und ich werde jetzt in Kürze auch noch eine Technik mal schreiben, wie man sich gut schützen kann, weil das ist einfach, ja, das Wichtigste, sich zu schützen und aber den Fokus auf das Licht und auf die Liebe zu richten. Und jetzt werden wir zusammen meditieren und wir werden bewusst in die ganzen negativen Filme, in die ganzen negativen Dinge, die es sonst noch gibt. Ihr wisst alle, was ich meine. Da werden wir ganz viel Licht und Liebe hineinsenden, um die Energie anzuheben. Und ich freue mich, dass du da bist. Und wenn dir mein Video gefällt und du gerne solche Botschaften und Informationen erhalten möchtest, dann solltest du mich abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit du immer informiert bist, wenn ich was Neues herausbringe. Und jetzt sprühe ich mich ein mit den klaren Gedanken. Weil klare Gedanken, das ist eins der wichtigsten Dinge, die man haben muss. Wenn du klare Gedanken hast, dann bist du besser im Manifestieren, dann bist du besser in deiner Mitte und gehst auf dein Ziel zu. Genau.
Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Wir werden danach noch ein bisschen die Musik laufen lassen, sodass du richtig gut eintauchen kannst in die Energie und dich fallen lassen kannst und dann auch weiter Liebe senden kannst. Und so darf ich dich in voller Liebe begrüßen und in Achtsamkeit einladen, diese Meditation mit mir zu machen. Wir haben uns hier versammelt im Licht der Liebe. Wir haben uns versammelt, um dem Licht zu dienen. Denn aus diesem Grund sind wir auf die Erde gekommen. Und so ist ein jeder, der heute hier ist und uns begleitet, herzlich eingeladen, für das Große und Ganze zu dienen. Und damit du in die richtige Schwingung hineinkommst, bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und ganz bewusst in dein Herz hineinströmen zu lassen. Spüre, wie das Licht der Liebe dein Herz ausfüllt und ausdehnt und spüre, wie du dadurch immer mehr in deine Mitte kommst. Spüre, wie die Schwingung der Liebe sich um dir herum entfaltet und wie sie dich trägt. Und spüre auch, dass du ein Herzensmensch bist. Ein Mensch aus Liebe erschaffen und deswegen die Fähigkeit trägt, Liebe und Licht weiterzugeben. Und so beginnt deine Seele im Gleichklang des Universums zu schwingen, im Gleichklang mit den Wellen der göttlichen Schöpferkraft, im Gleichklang der Liebe und des Lichtes. Und so breiten sich deine Flügel aus und du spürst, wie du dich erhebst, getragen von den Wellen des Lichtes, hinauf in die fünfte Dimension, die dein Zuhause ist für die aktuelle Zeit. Dort findest du Unterstützung und Kraft. Dort kannst du auftanken und Licht und Liebe in dir fühlen und von dort kannst du dieses Licht und diese Liebe auf die Erde senden und zwar genau an die Stätten, wo die Dunkelheit ist. Und so richte nun deinen Fokus auf die Filme mit den negativen Botschaften, die versteckt zu den Menschen gesendet werden. Richte deinen Fokus auf alles, was negativ ist, auf die Konflikte, auf den Streit, auf Zorn. Richte deinen Blick dorthin, wo es wichtig ist, dass Licht entsteht und das Licht sich erhellt und die Dunkelheit verdrängt. Und so gebe ich dir jetzt ein wenig Zeit, damit du, so wie du es für richtig hältst, wirken kannst. Sende von deinem Herzen ausgehend Licht und Liebe über die Erde und spüre, dass heute und jetzt in diesem Moment sehr viele Lichtarbeiter bei dir sind, die ebenfalls mit dir zusammen zum allerhöchsten Wohle wirken. Und spüre auch, dass deine Arbeit wichtig ist und dass es auf jeden Einzelnen darauf ankommt, sich dem Licht zuzuwenden. Und so fließt dein Strahl des Lichtes zur Erde. Genau dorthin, wo du deinen Fokus hinlenkst.
genau dorthin, wo es jetzt wichtig ist. Im Hintergrund singen die Engel ein Lied der Liebe und sie sehen dich und sie achten und ehren dich für das, was du tust. Denn du hast deine Aufgabe erkannt, für das Große und Ganze zu wirken. Und so entsteht ein großes helles Licht, was sich jetzt über die Erde legt. Ein großes helles Licht, genährt von deiner Liebe. Was das transformiert, was die negative Energie trägt. Und so bist du verbunden mit der Liebe, mit deinen lieben Menschen, die mit dir heute wirken. Und du spürst, dass du hier zu Hause bist. Du spürst, wie es dir gut tut, mit allen zusammenzuwirken. Und wenn du magst, dann sprich jetzt ein paar Worte mit deiner Seele, um das Ganze noch zu bestärken. Sprich deine Wünsche aus und deine Visionen. Und so werden deine Wünsche und Visionen von den Engeln in Empfang genommen und in der fünften Dimension eingebettet, vom Licht gesegnet, um sich für dich zu verwirklichen. Und ich danke einem jeden einzelnen von euch, dass wir heute zusammen für das Licht wirken durften. Und so bleib noch ein wenig in dieser Energie. Und folge deinen Impulsen. Ich verabschiede mich von dir. In Liebe, deine Nirjana. Thank you.
Musik.